Danke. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Freitagabend, Zeit für den Kölner Fest. Heute ist Freitag, der 13. Bin sehr gespannt, was der Tag noch bringt. Und irgendwie machen wir heute eine Gegenveranstaltung. Als ich heute Morgen hörte, jetzt wird es wohl so laufen mit dem Brexit, mit Boris Johnson, habe ich gedacht, wir haben aber eine Runde heute Abend hier versammelt, die ziemlich offen ist und die sehr viel hält von der Gemeinschaft der Völker und nicht von Austritten. Insofern freue ich mich und beginne mit dem ersten Gast. Er ist ein weltbekannter Tenor, er ist aber auch Regisseur, Intendant, Autor. Er scheint eine Vielbegabung zu sein und er macht aus allem das Beste. Rolando Villancon, herzlich willkommen hier im Kölner Treff. Wenn er schreibt, darf es schön grausam sein. Seine Thriller machen die Leser zumindest süchtig. Dabei kam er eigentlich auf Umwegen zum Krimi und er ist einer der Besten überhaupt. Sebastian Fitzek, ich freue mich. Ich bin halb deutsch, halb schwarz, sagt sie über sich. Und hinter dieser Selbstbeschreibung steckt die Unsicherheit, ja Rassismus, mit dem viele Menschen auf sie zugehen. Alice Hasters, herzlich willkommen im Kölner Treff. Als Gastarbeiterkind kam er mit 10 Jahren aus der Türkei, ohne ein Wort Deutsch zu können. 4 Jahre später hat er eine Kochlehre begonnen und mittlerweile gehört er längst zu den ganz Großen seines Fachs. Ich freue mich sehr auf Ali Güngörmüş. Herzlich willkommen im Kölner Treff. Von 0 auf 1 im deutschen Musikgeschäft führt kein Weg an ihm vorbei. Und ich sage, das ist auch gut so. Johannes Oerding, ich freue mich. Nach gut 9 Jahren wieder mal im Kölner Treff. Sie ist und bleibt seit Jahrzehnten ein Publikumsliebling. Und nicht nur in Norwegen, sondern ich glaube, in ganz Europa hat sie eines der schönsten Lächeln. Wenke Möhre. Popularität begann vor vielen, vielen Jahren in Norwegen, schwappt aber sehr bald über nach Deutschland. Und in Deutschland sind Sie immer ein großer Star gewesen, eine einzigartige Karriere. Was mögen Sie, die Norwegerin, in Deutschland besonders gerne? Ich dürfte schon hier mit 15, 16 Jahren und da konnte ich kein Deutsch. Und es war für mich natürlich eine Schule, eine Öffnung und ich bin also so gut aufgepasst mit tollen Leuten und sehr professionell. Und da habe ich, fühlte ich mich, da habe ich auch die Sprache gelernt. Und ja, mit den Sprachen kam man auch ein bisschen Comedy und da fühlte ich mich freier. Und ich reise jetzt hin und her. Aber ich habe nie hier gewohnt, weil das... Nein, da blieben Sie dann doch eben die Norwegerin, auch wenn ja. Sie im Grunde genommen immer wieder hier waren. Sie sind sogar für Deutschland mal beim Grand Prix, als er noch Grand Prix d'Eurovision de la Chanson hieß, heute Englisch. Mhm. Da sind Sie für Deutschland angetreten und haben den Platz 6 geholt. Ja. Davon ein Hoch der Liebe. Natürlich. Welches Thema sonst? Obwohl es gab ja viele. Gummiboot. Ja, Gummiboot. Und es war sehr lustig, weil heute haben wir in der Redaktionskonferenz am Nachmittag kurz über Sie gesprochen und sofort fing eine Redakteurin an zu singen, beiß nicht gleich in jeden Apfel. Ja, das war ich, 65, weiß nicht, ja, 66. Ja. Ja, Johannes, das kennst du nicht mehr, ne? Nee, da. Nein. Du hast nicht geboren. Aber Gummiboot kenne ich. Ja. Aber es gab natürlich früher auch nicht diese Vielfalt und diese Sachen haben sich wirklich im kollektiven Gedächtnis verankert. Und wir haben es tatsächlich auch nochmal, weil es einfach so schön ist und weil Ihre Frisur immer so tipptopp saß, Wenke Möhre, wollen wir das nochmal ganz kurz einspielen. Beiß dich gleich in jeden Apfel, er könnte sauer sein, denn auf rote Apfelwelken fällt man leicht herein. Küss nicht jedes schöne Mädchen, das kann gefährlich sein, denn auf rote Apfelwelken fällt man leicht herein. Gute Laune, Lieder.
jetzt ganz kurz mal Rolando fragen, den weltberühmten Tenor. Gibt es Situationen, in denen Sie auch einfach Schlager vor sich hin singen? Haben wir nicht. Ich habe angefangen mit Popmusik, mit einem Sänger als Kuba, Silvio Rodriguez. Und das war wirklich meine erste große Erfahrung mit Musik, meine erste Beziehung mit Musik. Und ich war komplett berührt, weil von was er sprichte und über was er sangte. Und ich höre das noch immer. Und ja, natürlich, man singt gerne alles, wie man in Herz ist. Mhm. Und wenn das eine Brücke baut, dann ist es gut. Das ist ja tatsächlich so, das habe ich nachher mal. Sie sind in Norwegen immer der Superstar gewesen. Und es gibt in Norwegen ein Nationalmuseum für Rock und Pop. Gibt es. Ja? Und da sind Sie bis jetzt die einzige Künstlerin, der einzige Künstler als Persönlichkeit, die eine Einzelausstellung bekommen hat, auf ich weiß nicht wie viel 100 Quadratmetern. 250 Quadratmeter. 250 Quadratmeter, Wenke Möhre. Kamen meine Kleider und viele, es war für mich auch neu. Und das war ein durchsichtiges Kleid, weiß ich, das ich nie getragen habe, weil das so sexy war für die Kollegen. Und da kam unsere Königspaar und der König fragte mich auch, wo hängt denn dieses Kleid? Ne? Und da habe ich ihm gezeigt, hast du das getragen? Nein, ich kam nicht so weit, aber schön ist das. Aber bitte, das Königspaar kam zur Eröffnung. Johannes, das wirst du nicht erleben, wir haben keinen König. Ja, wird aber Angela Merkel auch schon reichen müssen. Ja, muss ich mal einladen. Ich versuche es immer wieder. Ja. Aber das ist schon, es ist tatsächlich so, dass in Norwegen sind Sie ja kurz vor der Heiligsprechung, kann man ja sagen. Ne? Das ist ein großer Naiv. Ich lebe in Norwegen und habe ein gutes Publikum um mich herum. So, ein treues, wie in Deutschland auch. Es gab ja mal vor ein paar Jahren so ein Wiederaufkommen der alten Schlager mit Siv Malmkvist und Gitte Henning. Ihr drei wart auf Tour und habt wirklich die Seele gerockt und habt euch auch ein bisschen über eure Lieder und über euch selber lustig gemacht. Ja. Man hatte aber nie den Eindruck, dass ihr darunter gelitten habt. Gitte Henning wollte auch lieber Jazz singen als Schlager. Oder Roy Black wollte auch lieber was anderes singen als Ganz in Weiß. Durfte aber nicht, hat aber brav weitergesungen. Aber Sie waren immer zufrieden mit dem, was Sie gemacht haben. Ja, aber ich hatte auch die Möglichkeit in Skandinavien, in Schweden, habe ich 40 Jahre mit einem fantastischen Komponist und Texter gearbeitet. Und da dürfte ich andere Sachen machen. Da habe ich so, ja, die Litten müssen, hätte wenn Kobolist und Litten. Da habe ich ganz andere Comedy und lustige Sachen. Und dann dürfte ich in Deutschland was anders machen und in Norwegen auch andere Sachen. So, das Ganze, diese Vielfaltigkeit hat mir, fühle ich mich wohl. Können Sie mir vorhin mal sagen, was Sie eben gesagt haben? Ich bin ein kleiner Maus, ich heiße Wenke und ich wohne hier in großem Haus. Ich wollte damit zeigen, was man so überall machen darf. Ja, das ist toll, wenn man die Möglichkeiten hat. Die Familie, Ihre Familie, die Familie Möhre, wurde ja zur musikalischsten Familie Norwegens gewählt. Da waren Sie, glaube ich, 11 Jahre alt oder so. Das heißt, Sie mussten oder durften immer mitsingen. Wir hatten keinen Babysitter und wir sind hinter der Bühne aufgewachsen. Papa hat, um die Familie zu überleben, musste er noch Musik machen in Abend. Und hat Akkordeon und Trompete gespielt, war also sehr. Und da haben wir hinter der Bühne geschlafen, mein Bruder und ich. Und dann kamen wir, ich bin mit 4 Jahren, hat er mich heruntergegeben. Da dürfte ich nicht, weil er hat zu Tanz gespielt. Und ich schlafe hinter auf einer Gummimatratze und dann mit 7 dürfte ich auftreten. Okay, der erste Auftritt bei dir, Johannes, da warst du so um die 6, ne? Ja, doch, 6. 6, 7 auch, ja. Was hast du gesungen? Ich bin ein rheinischer Junge. Ein niederrheinischer Junge. Ja, für Sie. Es gab ja auch eine Fernsehshow. Mit dir, und da hattest du Einschaltquoten, ich habe mir die Zahlen notiert. Das ist meine Welt. Ist. 1976 hast du gesagt, das ist meine Welt, hast eine Einschaltquote von 54%. Yeah. Wir wollen nicht nur von gestern reden, aber es war eine einzigartige Karriere. Das ist meine Welt. Was ist denn Ihre Welt heute?
Wenn ich sie umschreiben würde. Meine Welt, das ist erstens meine Familie, die immer größer wird. 10 Enkelkinder. Ja. Und Bevölkerung explosiv in Norwegen. Ja, wir 4 Kinder, die haben es ja auch. Ich habe es nicht, die Kinder haben es gemacht. So, nein, es ist sehr schön. So, das ist heute meine Welt, ich darf ja auftreten immer noch und das hoffe ich, dass ich einige Gesundheit und meine Neugier behalten darf. Ja, und es gibt einen Film, Weihnachten im Schnee, der am kommenden Sonntag gesendet wird, also übermorgen im ZDF, Viertel nach. Da weiß man, wenn es Sonntag, Viertel nach im ZDF ist, dann wird es schön und besinnlich und kurz vor Weihnachten. Der spielt aber in Norwegen und was lag näher, als Sie dazu zu bitten? Und Lillehammer. Natürlich. Mhm. Singen Sie auch. Und zwar, wir stimmen jetzt ab. Katharina Schüttler. Ich glaube, Sie sind ein Weihnachtsmensch. Kann das sein? Ja, ein ganzes Jahr Mensch, aber Spaß habe ich auch. Aber nur, ich hoffe, nur um die Weihnachtszeit sind Hunderte von Weihnachtsmännern, Wichteln, Zwergen im Haus verteilt, damit es die Stimmung hergibt. So ist es. Und wie wird Heiligabend gefeiert? Jetzt ist die Familie so groß, dass wir wandern. Also, aber ich habe es lange gehalten und jetzt habe ich meine Kinder auch die Überlassung. Aber wir kommen alle mit Sachen und es wird gesungen und um den Baum getanzt. Und schön. Um den Baum getanzt? Ja, also so 3 Ringe. Ne? Okay. Macht man. Also wenn es 3 Ringe ist, da ist es volles Haus. Ja. Sehr gut. Ja. Sie singen wahrscheinlich am lautesten. Ja, nein, wir singen alle laut. So, ja, das ist schön. Es bleibt in der Familie, Wenche Möhre. Wir wünschen Ihnen alles Gute und schön, dass Sie mal wieder in Deutschland sind. Vielen Dank. Wir haben das neue Album sofort auf Platz 1 in den Charts. Das heißt, die Stimmung müsste extrem gut sein, kurz vor Weihnachten. Ich schwebe noch. Ja? Ja, ja, das ist schon, das macht schon was mit einem, wenn man da so jahrelang drauf hinarbeitet und irgendwie man da selber auch ja erwartet, wenn man dann eben so eine 4, 3, 2, 1 Countdown hin. Das viertletzte Album stieg ein mit 4, dann kam mit dem drittletzten die 3, beim letzten Kreise die 2 und jetzt zack, sofort auf 1. Aber es ist auch der ja. Alles andere war doof gewesen. Es gibt so 2 Dinge, die, glaube ich, zu dir gehören. Das eine ist, dass du sehr diszipliniert bist und viel arbeitest. Das andere ist, dass du sehr gerne feierst. Passt zusammen. Wo lernt man Johannes Oerding am besten kennen? Tagsüber im Studio oder nachts am Tresen? Ich glaube, man lernt alle Menschen am Tresen besser kennen. Deshalb, ich glaube, das ist so, wo eine gelöste Stimmung herrscht, wo eben vielleicht kein Druck, kein Arbeitsstress und keine Politik in Anführungsstrichen eine Rolle spielt. Ich glaube, das sind die Orte, wo man mal über persönliche Dinge sprechen kann. Du bist am Niederrhein aufgewachsen, in Geldern genau genommen, in Kapellengeldern. Ganz wichtig. Wurde da auch schon viel gefeiert oder hast du es in Hamburg gelernt? Nee, das ist natürlich auch eine niederrheinische Tugend zu feiern, also eine rheinländische im Allgemeinen, glaube ich. Und klar, ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, da ist viel Vereinsleben, da spielt man Fußball, da spielt man Tennis, da ist man in den Pfadfindern, da ist man in so vielen Vereinen, wo es genug Anlässe gibt, sich abends mal irgendwo zu treffen und sich auszutauschen bei Apfelschorle und einem Stück Kuchen. Der Rockstar Johannes Oerding sah früher so aus, wenn man an die Pfadfinderlaufbahn denkt. Da haben wir nämlich ein Foto in deinem Album gefunden. Das ist schon sehr vielsagend. Was machst du da? Wo bin ich denn da überhaupt? Was fragst du mich da? Also ja, wir sind da tatsächlich in so einem Sommerlager, so einem Pfadfinderlager und ich trage einen Schlafsack und Klamotten wahrscheinlich zum Waschen im Fluss. Ja, das ist eine große Leidenschaft. Ich, lustigerweise bin ich heute noch dem Verein sehr, sehr verbunden und fahre, wenn die Zeit es zulässt, nochmal immer die Kids. Das sind immer so 200 Kids, die ins Pfadfinderlager fahren. Und wenn es die Zeit zulässt, fahre ich immer noch vorbei, besuche die für 2 Tage, setze mich ans Lagerfeuer und spiele ein bisschen mit denen aus dem Liederbuch die alten Songs. So. Ich wusste ja, dass es Pfadfinder wirklich in der Form noch gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein. Waren Sie auch sowas, Herr Fitzek, Pfadfinder? Ich habe immer davon geträumt, das zu machen und im Zelten gefahren, aber selbst bei Pfadfindern aktiv leider nicht. Sie haben nicht nur 2 linke Hände, vielleicht auch 2 linke Füße? zwei linke. Das will ich nicht sagen. Ich habe meine Zeit eher mit Tennisspielen und Schlagzeug verbracht. Aber ich wollte immer Musiker werden, ich habe es nicht geschafft. Aber es ist trotzdem was draus geworden. Ja. Was Ordentliches.
Und ob das was Ordentliches ist, da streiten sich die Geister. Gut, der Weg führt über Leichen, muss man ganz klar sagen. Aber eben nur geschriebene. Zum Glück, virtuell. Zum Glück allerdings. Aber du hast mal in einem Satz, in diesem Jahr war ja auch Sing mein Song, da hast du mal einmal gesagt, ich habe gar nicht so ein richtiges Gefühl für Heimat. Und das wundert mich eigentlich, weil du doch im Grunde genommen so verbunden mit deinem Ort groß geworden bist, mit dieser intakten Familie. Du hast 4 Geschwister. Ja, ich glaube, das habe ich deshalb gesagt, weil ich einfach wirklich, sobald ich aus dem Dorf letztlich rauskam, sage ich mal, dann wirklich auch nur durchgehend unterwegs war. Und ich habe das sehr geliebt, dieses Reisende und immer wieder neue Orte zu treffen. Dann kam Hamburg so als zweites, ich sag mal, Basislager dazu, wo ich jetzt auch schon seit 18 Jahren lebe. Und mir wurde sehr schnell bewusst, dass es gar nicht an der Ortschaft an sich liegt, sondern dann doch an den Menschen, weil mit denen man irgendwo sich zusammenrottet. Und das geht mir zum Beispiel auf Tour genauso. Ich bin mit meinen Jungs schon seit über 13 Jahren unterwegs. Das sind immer das gleiche Team. Das ist auch eine Art von Familie und Heimat. Aber der Erfolg ist eigentlich erst seit 10 Jahren der sich so immer weiter aufbaut. Ja, noch nicht mal, glaube ich. Also gut, wahrscheinlich ist der Erfolg wirklich diese Kontinuität, dass es wirklich stetig und langsam gewachsen ist, seitdem ich Anfang 20 bin mit allen Alben. Aber ich glaube, als ich 30, 31 wurde, war es erst so, dass... Aber es gibt eine schöne Geschichte. Du hast in diesem Jahr beim Bambi eine Laudatio gehalten auf Simple Red und da warst du früher mal die Vorband. Ja? Ja. Und mittlerweile warst du dann der Laudator. Ja, das hat mich auch gefreut. Ich wurde tatsächlich angerufen, gefragt, ob ich die Laudatio für das Lebenswerk oder die Legende, Bambi-Legende, das war in diesem Jahr Mick Hucknall oder Simply Red, die Band. Und ich glaube, ich bin der Einzige in Deutschland, der einen Kontakt zu ihm hat oder überhaupt mit ihm zu tun hatte, dass sie mich gefragt haben. Das hat mich natürlich gefreut. Ich war ja, das ist genau 10 Jahre her, dass ich mit denen auf Tour war. War auch nicht immer alles schön auf der Tour, muss man auch dazu sagen. Damals waren wir die Underdogs, ne? Die Kleinen. Da waren wir die Underdogs und das hat man uns auch spüren lassen, ganz klar. Also da gibt das war nicht der beste Einstieg, sage ich mal. So, man freute sich so, oh, wir spielen heute Abend vor Tausenden von Leuten. Und dann kriegte man erstmal gesagt, nee, ihr stellt euch mal ganz hinten an in die Reihe und beruhigt euch mal ein bisschen. Umso schöner, dass ich die alle wieder getroffen habe und was vorzuweisen hatte. Das war natürlich auch irgendwie ein guter Moment, als wir uns dann getroffen haben. Kannte er dich denn noch? Er hat so getan, als ob. Also ich weiß es gar nicht genau. Also ich glaube, ich schätze mal, man hat es ihm gesagt, ich muss kurz einen Schluck trinken. Ja. Ihr habt euch ja in gewisser Weise gerecht, wenn ich das so sagen darf. Ihr habt mich anschließend nach der Bambi-Verleihung habt ihr so abgefeiert und abgejammt im Hotelzimmer. Ja, man muss aber die Geschichte erzählen. Der war schon hart zu uns, als wir in der Vorband waren und dann standen wir auch wirklich mal, wir kamen zu unserem ersten Auftritt, wir waren noch kleine Jungs, hallo, wir wollten unsere Backstage-Pässe abholen. Und dann schrie uns jemand aus der Ecke, I'm get the fuck out of my... Da war das Mick Hucknall, der irgendwie, wir sind aus Versehen in seine Garderobe reingekommen und dann hat er uns gleich achtkantig rausgeschmissen und wir dachten, das war's. Wir können gleich wieder nach Hause fahren. Durften aber weitermachen und jetzt die späte Rache war dann die, dass wir quasi im Hotel haben wir noch eine Aftershow-Party gemacht, da waren Flügel und ein schönes Kaminzimmer, da haben wir dann mit 30 Leuten Musik gemacht bis morgens 6. Und da hat die ganze Zeit ab 12 Uhr immer jemand angerufen, sich beschwert, warum das denn so laut ist, er könnte nicht schlafen. Und irgendwann stand einfach einer auf, der kannte sich irgendwie in dem Hotel aus und hat die Telefonanlage einfach ausgestellt. So dass auf jeden Fall keine Beschwerdeanrufe mehr kamen. Aber am nächsten Tag erfuhr ich dann, dass Mick Hucknall den ganzen Abend angerufen hatte, weil sein Zimmer genau über dem Flügel war. Und der ist jetzt im Alter, wo man den Schlaf braucht. Ja, stimmt. War mir ein bisschen unangenehm. Aber bist du sicher, dass der Krach nur von der Musik kam oder bist du einer von den Pop- und Rockstars, wo die Hoteliers vorher sagen, oh Gott, hoffentlich bleibt das Mobiliar heil? Nee, ich glaube, die haben schon damit gerechnet, dass jetzt im Zuge dieser Bambi-Verleihung das Hotel auch ein bisschen auseinandergenommen wird. Das war auch so. Aber ruhig? Ja, so ein bisschen. Also so ein bisschen, nur ein Fernseher aus dem Fenster, oder wie? Ja, wir haben das Fenster aber vorher aufgemacht. Das war nein, aber das ist natürlich, wenn dann da 30 Leute reinfallen in Baden-Baden, die Kleinstadt, die hat sich darauf vorbereitet. Das war also, die waren sehr offen und... Straßensperren? Nee, aber es war wirklich viel los in der Stadt und das war natürlich für Baden-Baden ein Highlight. Und die haben uns da aber mit offenen Armen empfangen. Es gab keinen Ärger, wie gesagt, nur von Mick Hucknall am nächsten Tag. Ich möchte nicht in der Haut des Hotels gesteckt sein, weil ich weiß, wie Mick Hucknall drauf sein kann. Also
deshalb war es aber... Ja, kannst du mal sehen, was in der Branche gelogen wird? Du hast am Abend vorher eine ganz tolle Laudatio auf ihn gehalten. Shame on me. Moment, Moment. Ich habe ja seine Musik und sein Werk beurteilt. Und das würde ich nach wie vor sagen, da ist Simply Red, glaube ich, eine der größten Bands und auch einflussreichsten Band, gerade was die 90er und Anfang 2000er anbelangt. Aber manchmal kann man in die Menschen nicht reingucken. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ja, Mick Hucknall, der hat auch letztlich, stand ja auch fast jeden Abend neben der Bühne und hat sich das angehört. Das muss man, also das habe ich dann auch schon zur Kenntnis genommen. Und er ist, glaube ich, schon auch ein guter Typ, aber die Geschichte war jetzt einfach zu gut, um sie aber zu du hast natürlich, du kannst dir eine Gelassenheit leisten mittlerweile, weil es halt läuft wie sonst irgendwas. Und das spätestens das letzte Album, was ja auch rauf und runter lief, mit dem Titel Kreise auch, war eigentlich so, dass jeder mal so, ah, das Lied, das ist der Erding und das geht eben jetzt weiter. Schön, ganz gut. Wie so ein gut erzogener Junge vom Niederrhein, ne? Da in den Tanzen, Smoking. Ja? Deine Eltern waren stolz auf dich. Habe ich auch ein bisschen meiner Mutter zuliebe gemacht. Aber um darauf zurückzukommen, in den Hotels und so, Roland, wie ist es eigentlich in Opernkreisen oder in Tenorkreisen? Wird ein Hotel auseinandergenommen oder seid ihr immer gut erzogen? Ja, ich glaube, alles geht gut. Nach einer Vorstellung gibt es immer ein bisschen Party. Die letzte Vorstellung. Man muss natürlich vorsichtig sein mit den Stimmen und alles, aber ja, man kann gut feiern, besonders nach einer Premiere, wie jetzt die Puritane, die kommt. Es gibt eine große Party und es ist eine große Periode, 6 Wochen lange, viel Proben, viel Stress. Dann Premiere ist vorbei und die Leute sind glücklich, ja. Aber Hotels bleiben okay. Okay, das ist das Wichtigste. Die Hotels in Düsseldorf sind sicher, Deutsche Oper frei, nicht über Premiere. Johannes, wenn man da hinguckt, wo du herkommst, ich habe eben schon gesagt, 4 Geschwister, 2 Schwestern, 2 Brüder. Dein Vater war Landarzt, deine Mutter war Krankenschwester. Das hört sich alles wirklich nach toller, heiler Welt an. Wie ist das, wenn du heute nach Hause kommst? So wie ich dich einschätze, bist du immer noch der Kumpeltyp. Was macht ihr so Weihnachten? Ja, das Gute ist, alle sind auch noch auf einem Fleck. Das heißt... Bis auf dich. Bis auf mich. Ich muss einfach nur dahin fahren und kann dann quasi auch alle abfrühstücken. Das ist wirklich gut, weil man dann alle gleichzeitig auf den neuesten Stand bringen kann. Und das ist eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Also Familie ist da schon extrem wichtig immer gewesen bei uns und nach wie vor. Und umso schöner dann, wenn ich es dann am Ende des Jahres auch schaffe, alle zu sehen. Und für mich ist das wirklich immer so spannend, weil ich nicht so oft da bin. Ich sehe dann wirklich, wie auch die 8 Neffen und Nichten so immer so... Letztens war einer, also das ist ja, wenn die dann in die Pubertät kommen, dann wird es ja richtig spannend. So. Dann ist, vorher war noch immer, dann kamen sie einem noch richtig begrüßt und jetzt sind sie aber zu cool. Dann zwinge ich die immer, komm doch mal her zu deinem Onkel, ne? Ist dir peinlich, ne? Komm mal her, setz dich mal hier hin. Setz dich mal her, hast du Pickel? Komm mal her. Ja, das hört man gerne in der Pubertät. Genau. Ja, aber der hat mich auch mies begrüßt, deshalb muss er da durch. Ne? Also, nee, aber das ist schon schön. Immer gut. Aber ich meine, das ist ja so ein ganz geordnetes, eine ganz geordnete Kindheit und Jugend gewesen bei dir. Dann kamst du nach Hamburg und dann war das Leben erstmal frei. Reeperbahn war ein wichtiger Anlaufpunkt für dich. Das klingt komisch, aber. Nee, wieso? Ist immer noch der Anziehungspunkt in Hamburg überhaupt. Da spielt auch die Musik, da geht die Musik ab. Wenn du jetzt noch sagst, ich habe da gearbeitet auf der Reeperbahn, dann ist noch. Habe ich aber. Es ist tatsächlich so. Ich bin, da sind die Bühnen in Hamburg, tatsächlich in St. Pauli und drumherum. Und das war dann schon auch für mich. Das Leben, was ich auch gesucht habe. Ne? Apropos gesucht, wieso hast du eigentlich mehrfach im Polizeirevier übernachtet?